Aber gut, Geschmäcker sind verschieden, aber eine, die richtig toll singen kann und erst 11 Jahre jung ist, ist am Sonntag bei The Voice Kids mit dabei. Auf Sat 1 Österreich. Es ist die Lilli Marie. Sie ist 11 Jahre jung und hat eine unglaubliche Stimme, wie ich finde. Bei The Voice Kids, ich habe mir schon die Frage gestellt, warum singt sie als Österreicherin eigentlich französische Songs? Und genau aus dem Grund haben wir sie zu Hause besucht. Was für eine Stimme. Lilli Marie ist unsere Austro-Hoffnung bei der Kids-Version von Voice of Germany. Wir besuchen die Elfjährige zu Hause. Hallo, das ist mein Zimmer. Das ist meine The Voice Kids-Wand. Da haben alle Coaches für mich unterschrieben. Lilli Marie ist halb Französin. Sie singt, seit sie klein ist und am liebsten auf Französisch. Irgendwie kann ich da am meisten meine Gefühle zeigen und Da bemerke ich, die Leute verstehen es nicht, aber die fühlen es trotzdem. Also manche kriegen sogar Tränen in den Augen. Und auch Lillis Freundinnen stehen hinter ihr. Ich finde es richtig cool, dass sie dabei ist und dass sie jetzt so verdient, weil sie es einfach auch so gut singen kann. Ich wünsche ihr, dass sie auf jeden Fall weiterkommt und dass sie auch Spaß auf der Bühne hat. Ich würde mich nicht nur umdrehen, ich würde mich umdrehen und auf die Bühne laufen. Ich finde die so süß. Wir wünschen ihr alles, alles Gute und drücken ihr auch ganz fest die Daumen. Eine Stimme, es ist, sie kann nicht nur gut singen, sondern die ist so außergewöhnlich, finde ich. Die hat so eine ganz außergewöhnliche Färbung. Eine kleine Persönlichkeit, oder? Und, ja, das ist eine große Persönlichkeit, ich finde.
mega seid ihr. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Staffel. Yes. So,